Wer Fahrtenkatamaran sagt, muss auch Lagoon sagen. Wir testen heute für euch einen 24 Jahre alten gebrauchten Cut der Großserienmarke. Wir befinden uns hier auf einer Lagoon 410, ein Boot, mit dem für Lagoon eine ganz neue Ära von Katamaranen angefangen hat und das auch bis heute mit dieser markanten Fensterfront hier das Bild der Lagoon-Katamarane prägt. Und ihr habt das Boot seit 2007 haben wir es gekauft und es wurde 2000 gebaut. Genau, und ihr wart länger damit unterwegs? Genau, wir waren 3 Jahre in der Karibik, wir sind 2012 bis 2019 unterwegs gewesen. Und wir zeigen euch das Boot jetzt mal ein bisschen von innen und gehen damit segeln. Zunächst aber zeigt uns Eigner und Cut-Fan Johannes Frost ein paar Besonderheiten an Deck seines Magic Cloud, mit dem er seit vielen Jahren eine Menge Seemeilen gelockt hat. Ja, wir haben hier 2 Mastwinschen praktisch, weil das noch klassisch gerefft wird hier vorne. Wir haben kein Einleinenreff und keine Elektrowinsch. Das funktioniert aber wunderbar, weil der Katamaran ja immer gerade liegt. Hier unten ist einmal die Ankerwinsch mit der Kette und auf der anderen Seite ist der Gaskasten und eigentlich sonstiges Segelzubehör. Hervorheben kann man wirklich das schöne Meshgewebe, was einen hervorragenden Liegekomfort hat für diejenigen, die hier in der Sonne liegen wollen. Und die sogenannte Catwalk hier vorne ist auch praktisch, wenn man beim Ankermanöver mal hier vorne stehen muss. Das ist alles sehr stabil und seit vielen Jahren erfolgreich. Ja, hoch am Wind, wenn starke Spannung im Rigg ist, kann man die Lose des Lehwandels hier mit der Taille durchholen. Hier vorne ist eine Art Gummiseil drin, das ist ein Kletterseil mit erhöhter Dehnung. Das ist eine Empfehlung von Riggern und kennt man auch von dem Dragonfly oder von Schiffen mit drehbarem Mast, dass man da die Lehlose durchholt. Ansonsten wird natürlich gerefft. Reffen müssen wir beim heutigen Schlag auf der Kieler Förde nicht. Die 94 Quadratmeter am Windtuch können voll gefahren werden. Bei bis zu 10 Knoten Wind läuft der Lagoon 410 immerhin etwa 6 Knoten auf 60 Grad am Wind. Auf der Atlantikrunde erreichte der Cut bei besseren Windbedingungen aber auch problemlos bis zu 9 Knoten Speed. Mit dem Lagoon 410 startete 1997 der Erfolg der französischen Cut-Marke. 280 Stück wurden von ihm gebaut. Johannes Frost ist bis heute überzeugt von den Qualitäten seines Magic Clouds, wie zum Beispiel vom geschützten Steuerstand auf halber Höhe. Ja, das Steuerrad oder der Steuerstand ist noch ziemlich klassisch. Das heißt, wir haben Wind natürlich, Geschwindigkeit und Tiefe und ein zweites Echolot auf der anderen Seite. Also auf dem Rumpf habe ich nachgerüstet, Autopilot und Kompass und die Bedienpanels von 2 Motoren. Außenlautsprecher für die Funke, das ist eigentlich das, was standardmäßig damals verbaut worden ist. Wir haben das auch nicht geändert. Wir fahren ohne Plotter außen, weil wir innen drin einen Plotter haben bzw. über Laptop fahren. Der Rumpf des 410 ist als Kompositbau mit Balsakern gefertigt, unter Wasser als Massivlaminat. Ihm wird bis heute eine gute Robustheit nachgesagt. Allerdings sollte man bei den Beschlägen an Deck darauf achten, dass sie gut eingedichtet sind, damit kein Wasser in den Balsakern gelangen kann. Zum Dach ist zu sagen, dass ich das selber konstruiert und gebaut habe, weil das Auftuchen des Großsegels immer sehr umständlich war auf den Katamaran mit einem Binimi, wo nur so ein Drahtgestell ist, letztendlich ein Drahtrohrgestell. Und dann hat ein Freund das sehr massiv aus Niro hier für mich geschweißt und wir haben eine Bespannung mit LKW-Plane gemacht, die seit 2008 also ohne Probleme hält. Außerdem finden nun Solarpaneele auf dem Dach Platz. Immerhin 700 Watt konnten die Eigner hier unterbringen. Das ist eine Klappe, die man rausnehmen kann und dann können hier die Maschinen rausgehoben werden und gegebenenfalls gewechselt werden. Aber da sind 3 Zylinder Yanmar-Motoren drin mit 38 PS, die absolut robust sind und eigentlich mindestens 6.000 bis 8.000 Stunden schaffen, wenn sie gut gepflegt werden. Ja, das Cockpit der Lagoon 410 ist etwas größer als das der 380, bietet also auch den 8 Personen, die hier schlafen können an Bord, ausreichend Platz und hat genug Platz, auch die Segel zu bedienen. Also eigentlich der schönste Ort.
Den 410 gab es als Eignerversion mit 3 Kabinen, der heute sehr begehrt ist und für Charterunternehmen mit 4 Kabinen und damit bis zu 8 Mitsegler. Der Magic Cloud ist so ein Vierkabiner, was während der langen Auszeit des Eignerpaars den Vorteil hatte, dass sie immer genug Platz für Freunde und Gäste an Bord bieten konnten. Ja, das ist der Salon, der natürlich auch sehr groß ist und durch seine runde Form sehr angenehm ist, über 12 Leuten sogar Platz bietet und einzigartig ist für die Lagoon 410, weil man hier auf dieser Bank wunderbar sitzen kann und nach vorne gucken kann. Üppige 4,30 Meter breit und etwa 3,5 Meter lang ist der Salon. Auch für heutige Verhältnisse ist das groß. Ein recht großer Kühlschrank hier, der sehr tief reingeht. Und hier gibt es noch eine Kühlbox. Herd entsprechend. Und Bereiche hier für die ganze Küche. Auch bei der Technik hat Johannes Frost etwas Hand angelegt. Eine Motor-Temperaturüberwachung gemacht am Abgaskrümmer mit Batterien, einfach verlängerte PT100-Sensoren. Da weiß ich immer, ob an dem Abgaskrümmer vielleicht kein nicht genug Wasser kommt, weil da steigt sofort die Temperatur an. Dann kann ja der Wassersammler kann ja dann praktisch durchschmelzen auch. Ne? Dann haben wir hier ganz normal unsere Belüftungsanlagen. Und hier haben wir einfach nur auch nochmal einen Inverter. Und das sind auch alles im Prinzip Ventilatoren, zum Beispiel für den Kühlschrank. Wir haben keinen wassergekühlten, sondern haben luftgekühlten. Aber wir haben da, wo er eingebaut ist, da unten, eine richtig schöne Belüftung gemacht mit Ventilatoren. Da saugen wir richtig von unten aus der Bilge kühlere Luft an, fahren die hinter dem Kühlschrank und schieben die über das Ding rüber und saugen auch ab. So, also viele Kühlschrankaggregate werden einfach nicht richtig belüftet eingebaut. Und sie haben vielleicht einen eigenen Lüfter noch, aber man kann das durch Zwangsbelüftung noch wesentlich erhöhen. Und wir hatten auch in der Karibik nie Probleme. Meine, der Kühlschrank läuft häufiger, klar, weil es wärmer ist. Merkt man da sofort, wenn man in der Ostsee ist. Aber mit so einer Zwangsbelüftung ist das wirklich gut. Wir steigen eine Etage tiefer zu einer Doppelkammer im Heck mit quer angeordneten Kojen. Ja, was ich geändert habe, ist zum Beispiel auch da hinten in dieses Verschlussbrett ein kleines Fach einzubauen. Oder hier, überall wo noch Luft war, konnte man noch ein Fach einbauen. Wir haben ja einmal hier unten haben wir die Möglichkeiten, Sachen zu stauen. Die Voreigner hatten hier schon 220 Volt reingelegt. Dann haben wir hier unter der Ausstiegsluke auch ein Fach, wo man seine Segelsachen eigentlich stauen kann. Und das sind die Ausstiegsluken. Ansonsten ist die Kabine noch so, wie wir sie übernommen haben. Die Lampen haben wir mal geändert. Und in den Schränken, da haben wir halt eben dieses Rohrgeflecht eingebaut, das hier für eine Belüftung sorgt. Entsprechend. Hier ist auf jeder Seite ist ein Dieseltank von 110 Liter. Und hier kann man also, da habe ich eine Luke reingebaut, da kommt man wirklich rein. Hier ist zwar ein Steg, aber man sieht man schon, was da los ist. Also sauberer Diesel ist das A und O für den Motor. Wir haben 3 Filtersysteme. Das ist ein Kabel hier für einen Wassersensor in der Motorbilge dann. Die Yanmar Diesel liegen etwas unpraktisch unterhalb der Heckkojen, aber für einen besseren Zugang ließ sich der Eigner auch hier etwas einfallen. Das habe ich getrennt, das Brett, damit ansonsten war durch Gasdruckdämpfer stand dieses Brett sonst immer so schräg hoch und dann kann man natürlich nicht an die Kabine, an die Maschine ran. Ja, der Vorteil ist, wenn die Maschinen unter der Kabine sind, dann sehen die aus nach 23 Jahren, also nicht so, als wenn sie hinten unter der Luke sind. Denn so bleiben sie weitgehend von Salzwasser im Motorraum verschont und damit fast rostfrei. Und über Dieselgeruch unter der Koje hat sich bei diesem 410 zumindest noch niemand beschwert. Bei der Toilette, was ist da zu sagen? Ja, wir haben jetzt hier oben die Bespannung neu gemacht. Die Spiegel waren blind geworden. Da habe ich einfach Spiegelfliesen gekauft. Mhm. Ja, die sind am günstigsten. Und dann in Holz habe ich das ausgefräst und gegenüber im Steuerbordrumpf gibt es ein deutlich größeres Bad. Genau, das ist das große Bad der eigenen Seite praktisch. Da habe ich zum Beispiel hier noch zusätzliche Fächer eingebaut. Wir haben hier einen 120 Liter Fäkalientank installiert.
den man freifallmäßig entleeren kann, beziehungsweise natürlich absaugen kann. Und ja, hier kann man duschen. Die Sache kann hierüber verlängert werden. Und hier ist auch noch ein Fach hinter. Ja, das ist das Bad, so wie wir es eigentlich jetzt praktisch übernommen haben. Die Stehhöhen in den Rümpfen gehen mit 1,85 bis 1,90 in Ordnung. Sämtliche Doppelkojen haben mit 2 Metern Länge und 1,60 maximaler Breite komfortable Maße. Also diese Kabine hat praktisch auch Originalzustand. Ich habe zusätzliche Fächer eingebaut hier auf jeder Seite. Da hinten haben wir noch eine Art Bücherregal, genauso wie hier oben auch. Und die Staufächer sind ähnlich hier eben entsprechend für die Schwimmwesten. Zwei Schränke auch und hier unten ist auch noch eine Klappe. Und hier drunter war der Wassermacher und die Wasserpumpe eingebaut. Und ja, unter diesen Matratzen befinden sich auch noch Staumöglichkeiten. Davon gibt es im gesamten Lagoon mehr als genug, auch für die lange Fahrt. Was muss man aktuell für so einen 4-10 hinlegen? Tatsächlich liegen die Preise zwischen 200 und 235.000 Euro. Gemessen am Standardpreis 1998 von knapp unter 500.000 D-Mark ist das ein erstaunlicher Werterhalt. Da die meisten Lagoon 410 ehemals in der Charter liefen, findet man sie heute gebraucht, auch in eben diesen Revieren, also im Mittelmeer und in der Karibik. Auch heute noch ist der robuste und gut segelnde Pionier der Großserie ein beliebtes Gefährt für Cut-Einsteiger bis hin zu Langfahrtseglern. Den kompletten Test findet ihr übrigens, wenn ihr auf den Link in der Videobeschreibung klickt.